Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute ein neues Format, das da heißt How to Cosplay, und ich werde euch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Dinge zeigen, die ihr für euer Cosplay verwenden könnt. Heute machen wir diese wunderschöne Krone zusammen, die ihr für ein Cosplay für ein Pfauenmädchen oder ein Elfenmädchen oder einfach ein Fabelwesen nutzen könnt. Wir brauchen dafür Modelliermasse. Ich habe Fimo genommen, der lufthärtend ist. Dann brauchen wir eine Heißklebepistole, eine Schere, einen Pinsel, natürlich einen Haarreif, um das Ganze daran zu befestigen, ein paar Blümchen und last but not least etwas Lidschatten. Ich habe damit angefangen, dass ich meinen Fimo erstmal gut durchgeknetet habe, damit er einfach warm und geschmeidig ist. Und als nächstes habe ich die Kugel dann quasi zu einer Wurst ausgerollt, habe darauf geachtet, dass ich mit meinen Ballen rolle und nicht mit meinen Fingern, damit ich einfach diese Fingerkerben nicht drin habe. Dann habe ich das Ganze einmal in der Mitte durchgeschnitten und habe auf beiden Seiten versucht, so eine kleine Spitze zu rollen. Das Ganze soll ungefähr so aussehen. Das habe ich dann auf der anderen Seite auch noch gemacht, und dann habe ich das Ganze einmal in der Mitte zusammengelegt, um es dann quasi zu, ja, ich würde sagen, vertrillern, wenn ihr das Wort kennt. Aber ihr seht ja genau im Video, was ich gemacht habe. Das untere Ende habe ich dann abgeschnitten und habe das Ganze ein bisschen gebogen, dass es halt auch einfach so eine kleine Hornform bekommt. Das Ganze habe ich dann auch mit dem zweiten gemacht, und dann habe ich mir meinen Haarreif geschnappt und habe die Hörner mal kurz unten angesetzt, um zu gucken, ob das auch von der Größe passt, ob das irgendwie vielleicht zu überproportional ist. Da müsst ihr einfach schauen, welche Proportion euer Haarreifen hat. Dann habe ich mir meinen Lidschatten geschnappt. Ich habe im Video einen Glitzer Metallic Lidschatten genommen, falls euch das weiterhilft. Ich versuche es euch aber natürlich auch in der Infobox zu verlinken. Dann habe ich mit einem Messer einfach ein bisschen was von dem Lidschatten rausgekratzt. So schnell hatte ich noch nie einen Lidschatten leer. Ja, habe dann meinen Pinsel geschnappt und habe damit begonnen, die Hörnchen einzupinseln. Ja, anders würde ich es jetzt gar nicht sagen. Zuerst habe ich das noch sehr vorsichtig gemacht, weil ich das mit Fimo eher noch nie gemacht habe. Normalerweise habe ich das immer mit normalem Fimo gemacht. Der lässt sich auch sehr, sehr gut einstreichen, und dadurch, dass das Ganze gebacken wird, hält der Lidschatten auch sehr gut. Bei Fimo Air ist es ein bisschen anders. Da habe ich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt mit dem Einpinseln, aber wie ihr seht, hat das Ganze im Endeffekt doch ganz gut geklappt. Das erste Hörnchen war dann fertig, und dann habe ich mich an das zweite gemacht. Hier musste ich erst noch mal ein bisschen ranzoomen. Ich habe dann das zweite auch noch mit dem Lidschatten eingepinselt. Wie gesagt, im Endeffekt hätte man vielleicht das Ganze rosa grundieren können, aber so hat es mir auch ganz gut gefallen. Dann habe ich, dadurch, dass ich den Brennvorgang bei Fimo Air nicht habe, einfach so ein bisschen Überlack genommen. Ich habe hier so Serviettentechnik-Lack genommen, aber ihr könnt da auch einfach klaren Nagellack nehmen oder auch extra Lackspray. Nachdem das Ganze getrocknet ist, sah das ungefähr so aus. Da hat jetzt unten ein bisschen Farbe gefehlt, aber das ist gar nicht schlimm in dem Bereich, weil da später die Blüten drüber sind. Als nächstes habe ich mir meine Heißklebepistole geschnappt und meinen Haarreifen und habe das erste Hörnchen quasi unten eingepinselt oder eingeklebt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Habe da wirklich eine gute Ladung Heißkleber drauf gemacht, weil ihr wisst ja, viel hilft viel. Ich bin ja übrigens auch so ein Heißkleber-Hasser eigentlich, weil ich mich grundsätzlich einmal verbrenne. Hier bei dem Haarreifen Gott sei Dank nur ein einziges Mal. Ja, ich habe das Ganze dann genommen und habe es an den Haarreifen angepresst. Da wir einen Plastikhaarreifen verwendet haben, der sehr glatt ist, ist das Ganze etwas öfter abgerutscht. Hier seht ihr, dass das Ganze auf diesem glatten Material nicht so gut gehalten hat. Ich habe es dann nochmal aufgesteckt, konnte es aber dadurch, dass es schon gehärtet war, auch schön verschieben. Habe das Ganze dann mit dem zweiten Hörnchen auch gemacht, dass ich einfach so eine Grundform hatte. Habe da auch wieder sehr, sehr viel
Heißkleber drauf gemacht und habe das Ganze diesmal aber lange angedrückt, quasi festgehalten, bis der Kleber komplett ausgehärtet war. So hat er dann auch besser gehalten als beim ersten Hörnchen. Das braucht ein bisschen Geduld, es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber glaubt mir, das Ergebnis lässt sich sehen und es lohnt sich dann am Schluss natürlich auch. Ich habe dann von innen auch noch ein bisschen Kleber drauf gemacht, einfach um dem Ganzen genug Fläche zu geben, um festzukleben. Ich dachte, wenn der ganze Haarreifen mit Heißkleber ummantelt ist, dann hält es besser. Als dann alles getrocknet war, sah das Ganze so aus. Nicht besonders schön, aber es soll ja einfach nur halten und da sind später die Blumen drüber. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das irgendwie am Ende irgendwie nicht gut aussieht. Ja, ich habe dann meine erste Blüte genommen, habe da auch wieder eine Ladung Heißkleber drauf gemacht. Ich habe, glaube ich, insgesamt 3 Stäbchen komplett Heißkleber verwendet, aber viel hilft viel, Leute. Ja, ich habe dann die erste Blüte direkt vorne auf das erste Horn aufgeklebt. Ich musste erstmal gucken, wie ich es am liebsten habe und wie es mir am besten gefallen hat. Das da hat mir dann am besten gefallen und dann habe ich eigentlich so weitergemacht und habe dann alle anderen Blüten genau so aufgeklebt. Ich habe erst vorher noch überlegt, wie ich die Blumen anordnen möchte. Ich hatte ja noch so rosafarbene Blüten, aber im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, nur die weißen und die, ich nenne es mal, bordeauxfarbenen Blüten anzubringen, damit es einfach nicht zu bunt wird. Ich habe dann noch die restlichen Blüten komplett außenrum angeklebt. Ich habe erst mit der Front angefangen und habe dann später noch hinten Blüten draufgeklebt, einfach dass man diesen vielen Heißkleber, den ich vorher benutzt habe, um die Hörner festzumachen, nicht sieht. Und das Ergebnis sah dann ungefähr so aus. Ich finde, unsere Krone ist richtig, richtig schön geworden. Ich bin richtig stolz auf das Ergebnis. Und wenn ihr jetzt auch so eine wundervolle Krone basteln wollt, dann schaut doch einfach mal in die Infobox. Da habe ich euch alle Zutaten, wollte ich jetzt sagen, alle Materialien verlinkt. Klickt da einfach drauf, da könnt ihr dann direkt alles bestellen und könnt euch auch so eine wunderschöne Krone basteln. Ich würde mich jetzt verabschieden, hoffe, das neue Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!